Hallo, liebe Deutschlernende. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie über das deutsche Wort Scheiße gesprochen habe. Ja? Scheiße ist, wie du bestimmt weißt, das Wort für das, was wir produzieren, wenn wir essen, was hinterher rauskommt. Und es ist gar nicht so böse wie in anderen Ländern. Ja, wenn man in Amerika sagt Shit, ja, dann ist man eventuell in Schwierigkeiten, wenn man in der Schule ist zum Beispiel. Also ich war ein Jahr lang in einer amerikanischen Highschool und hätte ich dort Shit gesagt, dann wäre ich ganz schön in Schwierigkeiten gewesen. Ja? Aber in Deutschland ist es kein Problem, wenn man Scheiße sagt. Ja? Natürlich, genauso wie in Amerika, wenn man es zu viel sagt, die ganze Zeit Scheiße, 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 dann gucken die Leute auch komisch. Aber ansonsten, wenn man einfach nur Scheiße sagt, dann gibt es eigentlich so gut wie niemanden in Deutschland, der das irgendwie schlecht finden würde. Ja, Amerika ist ein bisschen gespalten zwischen den Menschen, die das ganz schrecklich finden, wenn man Scheiße sagt. Ja, die finden das total schrecklich und nein, das darf man nicht sagen. Und die Leute, die ein bisschen lockerer sind. Ja. Natürlich gibt es auch ganz viele Leute in Amerika, die auch sehr gelassen reagieren, wenn jemand Shit sagt, ja, oder Fuck. Aber in Deutschland sind alle locker, was das betrifft. Ja. Alle sind der Meinung, ach, man kann ruhig auch mal Schimpfwörter benutzen, kein Problem. Ja. Das heißt, wenn du in Deutschland bist, kannst du gerne auch mal Scheiße sagen, wenn die Situation gerade passend ist. Ja? Also wenn irgendwas Schlechtes passiert, dann sagst du, ach, Scheiße, ah, was ist mir jetzt passiert? Scheiße, verdammt. Ja? Solche Dinge kannst du sagen. Ja? Natürlich gibt es auch Wege, wie du besser reden kannst und vielleicht bessere Worte gebrauchen kannst, aber wenn dir mal ein Scheiße herausrutscht, weil den Deutschen Scheiße herausrutscht, dann ist das kein Problem. Ja, das war mein Video über das deutsche Wort Scheiße. Ja, es ist ein Nomen, ein weibliches Nomen, also die Scheiße, ja, damit ihr das auch ganz korrekt benutzt. Ja, es wäre doch schade, wenn ihr einen Fehler macht, wenn ihr das Wort Scheiße benutzt. Okay, also, das war mein Video über das Wort Scheiße und ich hoffe, dieses Video war nicht Scheiße, sondern toll. Also hinterlasse einen Daumen und bis morgen. Tschüss!